Hallo Leute, ich bin Legendkiller und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video kurz gezeigt, wie ihr YouTube-App bzw. wie ihr YouTube im Hintergrund hören könnt, während ihr noch andere Sachen an eurem Handy macht oder einfach den Bildschirm sperren wollt und dazu weiter YouTube gucken wollt. Dafür braucht ihr einfach nur euch den Firefox zu installieren und dann müsst ihr einfach nur auf YouTube gehen und euch irgendein Video angucken, was ihr wollt. Wir suchen jetzt mal einfach Zeugen-TV aus dem Grund, damit ihr mich selbst nicht hört und um den Kanal mal ein bisschen zu zeigen. Wir wählen einfach mal irgendein Video aus und ihr seht, es fängt jetzt an hier zu laufen. Ich minimiere das Ganze, gehe normal ins Android. Ihr könnt jetzt hier andere Apps starten und das Video läuft im Hintergrund. Ich pausiere das mal kurz, damit ihr mich besser hört. Und wie ihr gesehen habt, könnt ihr so auch euren Bildschirm entsperren. Das Ganze ist jetzt hier auf dem PC mit BlueStacks aufgenommen. Das funktioniert aber auch auf eurem Android-Handy. Ich mache das auch mal so mit meinem Handy. Ich mache das Ganze jetzt hier über BlueStack aus dem einfachen Grund, da ich mein Handy nicht aufnehmen kann, beziehungsweise er nimmt einfach keinen Ton auf. Ich habe keine App gefunden auf die Schnelle, die auch Ton von meinem Handy mit aufnimmt. Deswegen sagte ich, zeige ich euch das so. Und den einen oder anderen wird es sicherlich weiterhelfen. Ich schieße immer öfter in irgendwelchen Foren, wenn es doch endlich mal eine App geben würde, die das kann. Und so ist es eine Alternative, wie ihr euch da auch im Hintergrund einfach YouTube-Apps oder beziehungsweise ich benutze es eigentlich hauptsächlich, um Musik zu hören und dann einfach Handy irgendwie in die Hosentasche oder so. Und wie gesagt, so könnt ihr halt Musik im Hintergrund hören und checkt den Kanal Zeugen TV mal ab. Er macht ein paar lustige Videos.